Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andi. Ihr seid hier auf dem Kanal von Subi Performance gelandet und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 24.000 Abonnenten. Das sind eine Menge Leute. Das sind mehr Leute, wie ich an PS je gebaut habe. Wenn man das so sagen kann. Obwohl. Nee, ich glaube nicht. Dann müsste jeder Motor nur 240 PS gehabt haben. Passt also nicht. Was machen wir heute? Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ein Unboxing von mehreren oder ja, hauptsächlich ein Produkt und so ein paar noch daneben an. Chillen da auch so ein bisschen. Die gucken wir uns mal kurz an. Sonst gibt es eigentlich nichts wirklich zu feiern. Das Video ist eh nicht erfolgreich, das ist nicht schlimm, denn überall wo ich rede, das funktioniert nicht. Ich soll eigentlich nur schrauben und ich gucke mir beim Schrauben zu. Und es sind eh alles nur Amerikaner und Japanesen und round the world, außer Deutsche, ist nur so ein Bruchteil. Deswegen fühlt euch geehrt, ich mache das Video nur für euch. Oder irgendeiner tut sich bereit erklären und tut sich diese ganze Scheiße auf Englisch übersetzen. Ich glaube aber nicht, dass da jemand Lust drauf hat. So, Unboxing. Vorab, dieser Motor kommt in ein Subaru Forester Automatik. Du fühlst dich angesprochen, gibst du. Der, dem der Motor gehört, der guckt dieses Video 100%. Und super. Okay. Super schöner Motor. Nicht so schönes Auto, wurde ich das noch nie gesehen. Eventuell kommt sogar dieses Auto hierher. Aber mal schauen, was die Zeit so bringt. Ja, wir machen ein kleines Unboxing von diversen Teilen. Das zeige ich euch jetzt mal. Aber vorher machen wir mal hier Beleuchtung an. Was machen wir denn für ein Licht? Moment mal. Machen wir so ein Licht oder machen wir so ein Licht? Ich glaube, kein Licht ist, nein, nicht. Wir machen so ein Licht. Wisst ihr warum? So ein Licht ist immer in diesen alten, Fabriken. Beziehungsweise alten japanischen. Habt ihr mal gesehen, wie groß, wie Subaru SDI überhaupt aussieht? Das ist hier so, als wenn das so in zwei Baracken gebaut wird, alles. Das ist so total oldschool und Tomei ist auch so. Und die haben alle nur immer so ein gelbes Licht. Deswegen müssen wir das jetzt leider mit so gelbem Licht füllen. Obwohl irgendwie ist das cool, finde ich gut. Ich habe was vergessen, das müssen wir jetzt noch schnell vorab machen. Das ist der Motor. Hallo? Es hat leichte Schräglage. W20C, original, mit Originalkolben. Alles original Subaru, also den kannst du so kaufen. Ist nur zu teuer, aber egal. Und neuen Japan-Heads. Also es gibt überhaupt gar keine Spec-C-Heads. Das ist einfach immer nur japanische Ausführung. Die haben einen minimal besseren Flow. Die haben eine Ventilsitzbearbeitung bekommen auf plus 1 mm. Das Gute ist, bei der Bearbeitung wird hier so ein bisschen immer direkt, Moment, ich muss scharf kriegen, wird da immer quasi direkt dieser Übergang glatt gemacht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Seht ihr, ne? Wunderschön. Inclu Bronze Ventilführung, Ein- und Auslass. Sind dafür da, um die Hitze besser abzuleiten und so weiter. Sehr, sehr notwendig. Was haben wir hier noch? Ventilfedern, Titanteller und einmal ein Auslassventiler und das waren die alten Ventilführungen. So, und hier haben wir die Poncams. Poncam Procam. Tomei. Der Engine-Spezialist. Oh. Wir packen das jetzt mal aus und dann schauen wir uns das mal an. So. Hier, was steht hier auf der Seite? Da steht nichts. Hier ist eine Nummer. Sieht man das? Ja, steht nichts drauf. Hier, wichtig ist, take care. Hinten irgendwelche Bezeichnungen für welchen Motor, was für ein Hub und was für ein Öffnungswinkel. Und hier ganz wichtig,
oh, Danger, bla 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 bla. Gut. Guck mal bitte. Man muss sich anstrengen, um die Nockenwelle zu zerbrechen. Oder sowas soll das heißen. Camshaft Assembly Warning. Our performance camshafts have larger duration and higher cam profiles. If you try to install these in the same way as the factory stock camshaft, you will risk the chance of breaking these performance camshafts. Aha, sehr gut. Mhm. Ja, hier. Sehr viel. Das ist eigentlich ein wichtiges Blatt. Tun wir mal aufbewahren. Und nochmal eine 500 Seiten Broschüre. Boah. Genau, so machen wir das, exakt wie das da drin steht. Habe ich mir eben schon durchgelesen. Boah, noch mehr Papier. Was haben wir hier? Ah, das war von den Ventilen. Das ist irgendwie da reingelandet. Keine Ahnung, was passiert ist. So, nochmal ein Karton. Oh, ein Aufkleber. Sehr schön. Den werde ich mir mal ganz klar einsacken, weil ich sammle alle Aufkleber. This product has been designed for off-road use only. Aha, also nur im Gelände damit fahren. Nur Offroad unterwegs sein. Mhm, eine eingepackt, eine nicht. Keine Ahnung warum. So. Kann ich wegrollen, dank dem Nockenstopper. So, hier hätte ich mich jetzt alles so ein bisschen... Ah, das sieht sehr gut aus. Und weg damit. Was sehen wir hier? Tomei EO20 GD, Hub- und Öffnungswinkel, Exhaust, ebenfalls Exhaust. Das heißt, die waren auch so sortiert. Auslass, Einlass waren so zusammen sortiert. Das war jetzt nicht links und rechts sortiert. So, was sehen wir hier? Das sind gegossene Nockenwellen. Also nicht einem aus dem Stück geschmiedet und gedrehte, sondern die wurden irgendwann mal gegossen. Das sieht man hier in den Gussspuren. Dann wird die Lagerfläche geschliffen. Die werden dann wahrscheinlich gehärtet in einem Induktivverfahren. Und es könnte sogar sein, durch die Farbe herzudeuten, dass sie sogar nochmal zusätzlich nitriert sind. Hier hinten, das ist das Rad für den Nockenwellensensor. Hier vorne, aha, ich habe einen Makel entdeckt. Hier vorne, ich weiß nicht, ob man sieht, ist so eine Mini-Kerbe drin. Das ist uncool. Aber das kriegen wir leicht beipoliert. Was haben wir hier noch? Diese Bohrung ist original nicht. Ich bin auch gerade am Überlegen, für was die sein könnte. Mal da reinleuchten. Ah, okay. Die ist hohl gebohrt. Und ich gehe mal schwer davon aus. Aber die ist nur hohl bis hinten. Ist die komplett hohl? Ne, die ist auch nicht komplett hohl. Die ist hohl gebohrt und ich gehe mal schwer davon aus, dass das dafür ist, damit das Öl, was irgendwann mal da auch reinfließt, auch wieder da raus kann. Daran wird es liegen. Aber irgendwie ist es komisch. Und das ist eine Produktionsgeschichte. Der Mensch, der weiß, warum da ein Loch drin ist, soll mir das bitte sagen. Also wenn man da oben reinguckt, wartet mal, ich versuche das mal sichtlich zu machen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber wenn ich hinten reinleuchte, dann sieht man es, dass da auf jeden Fall hinten
in der Nockenwelle hell wird. Und dass das auf jeden Fall irgendwie bis hierhin gebohrt ist, die Nockenwelle von hier, und dass da ein Loch ist, ja, ich habe keine Ahnung, aber ihr könnt es mir gerne sagen, falls es einer weiß. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. Also jetzt viele würden vielleicht sagen, oh, das sind ja nur gegossene Cams und trotzdem 1000 Euro. Ich glaube, die kosten über 1000 Euro. Ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, wenn der Guss gut ist und wenn das korrekt überwacht wird, so wie die Original Subaru Nockenwellen, die sind nämlich super. Da hat man wirklich selten Probleme mit und die gehen gut bis 500 PS beim STI. Wenn das schlechte Gussqualitäten sind, dann brechen die, dann fressen die, dann passiert irgendwas, der Verschleiß auf dem Nocken wird zu hoch, dann hat man ein Problem. Ja. Es gibt ja noch verschiedene Arten, es gibt ja auch so, dass der Nocken aufgeschrumpft wird. Das ist, glaube ich, bei gängiges Problem, fällt mir jetzt so spontan ein, bei so einem Peugeot-Motor, dass der Nocken sich über die Jahre auf der Nockenwelle verschiebt und man dann Probleme mit Zündaussetzer hat, weil die Steuerzeiten eben nicht mehr richtig sind oder verdreht. Bei so aufgeschrumpften Nocken, das kann natürlich hier nicht wirklich gut passieren. Im Vergleich zu unseren Schricobert-Nockenwellen, ich kann euch die nochmal kurz zeigen, die sind nämlich, wer ein bisschen Ahnung hat, boah, der sieht sofort, das ist ganz, ganz großes Kino, was der Herr Schricobert da hat. Moment, hier ist momentan ein bisschen was im Umbau, deswegen darf ich euch das nicht zeigen, das ist nicht geheim. So. Guckt euch diese schönen Schricobert-Nocken an. Also das sind komplett, Moment, Motor ist eingepackt. Das sind komplette Nocken, die aus einem geschmiedeten Stück gefräst worden sind. Und ja, nur mal guckt euch diesen Öffnungswinkel an und diesen Öffnungshub. Ja, ja, das ist schon was Feines. So, wieder einpacken. Mann! Gut. So, verstecken. Dürft nichts sehen. So. Nur leider gibt es serienmäßig nicht von Schricobert Nockenwellen. Das ist echt traurig. Aber vielleicht arbeiten wir ja daran. Man müsste den Schricoberts halt eben klar machen, dass der Absatz in Amerika, in Australien und in vielen anderen Ländern, wo ganz viele Subis gefahren werden, wirklich enorm ist und dass sie diese Dinger weltweit vertreiben können. Aber leider interessieren sie uns nicht für uns. Gut, was haben wir hier noch so? Die Ventilfedern. Ja, zum Thema Ventilfedern ist natürlich eine feine Sache, aber das belastet den Nockentrieb schon brutal. Also, wenn ich sage immer hier so verstärkte Federn auf originalen Nockenwellen, da muss man wirklich schon viel Leistung fahren. Ich glaube so ab 450, 400, naja sogar mehr. So ab 500 PS ist es eben so, oder sagen wir nicht PS, wir reden einfach von Ladedruck. Ich glaube so ab 1,5, 1,6 Bar Ladedruck, da könnte man darüber nochmal nachdenken. Weil es eben der Fall sein kann, dass bei einer zu schwachen Feder der Ladedruck den Ventilteller bzw. das Ventil aufdrückt. Und alles drunter braucht man nicht. Braucht man wirklich keine verstärkten Ventilfedern. Gut, wenn die alten hin sind, ich messe die immer, die Ventilfedern, bzw. man kann den Druck messen, also die Feder, den Federdruck, und die, wenn die krumm sind, man schaut, wie die stehen, ne? Dann kann man sagen, man kann neu machen, dann kann man halt direkt so ganz leichte, weiche, Supertech Aftermarket-Dinger reinmachen. Aber vorher braucht man das nicht. Das hier ist immer schön. Das sind so kleine Titanfederteller. Leichter Ventiltrieb ist immer wunderbar. Dann haben wir hier mal einen Tomei Inconel Auslassventil. Wunderschön. Sieht auch sehr toll aus. Ist auch plus 1 mm. Ja. Warte mal. Lese ich da ein S drauf? Ist das ein Supertech-Zeichen? Nee. Nee, das ist kein Supertech-Zeichen. Ich versuche es scharf zu machen.
Nee. So. Und ein Ausgasventil nitriert, deswegen so dunkel. Ventilsitz sieht man, schön glänzt. Ist bereits schon, der Sitz ist bereits schon geschnitten, schön mit einer Serdi 4.5 ist es, glaube ich. Wunderschöne Maschine. Also ich habe ja sein Faible für Motorenbearbeitungsmaschinen. Ja. Mal schauen, was das alles hier so bringt. Ja, das war's schon. Das wird der das. Oh, ich hab die Kamera vergessen. Das wird. Das. Scheiße. Das wird der Tomei Motor von Mr. East Sun Culture. Glaube ich, heißt diese Gruppe. Für alle Menschen, die noch nicht in dieser Gruppe sind, geht auf diese Gruppe. East Sun Culture. Ja. Ah ja, hier. Guckt euch diese Verpackung an. Wartet, ich muss das jetzt erstmal hier hinstellen. Boah, ich bin so. Guckt euch bitte diese Verpackung an. Diese Verpackung ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Wir packen das jetzt gemeinsam aus. Und ihr könnt. Oh, ich muss drehen, damit ihr nicht lesen könnt, was da drin ist. Und ihr könnt raten, so lang, was da drin ist. Oh, war schon offen. Wenigstens angetäuscht. Tada! Wie kann es anders sein? Ein Panzerkolben. Wartet, hier ist Kolbenbolzen. Wir haben hier ein Panzerkolben. Mann, oh, ich krieg keine Verpackung aufgeschnitten. So, wir haben einen Kolbenbolzen, der bleibt auch eingepackt. Dieses Papier verwenden die, da steht irgendwie sowas drauf, dass dieses Papier hochgiftig sein soll und bla bla bla, das ist so gegen Korrosion. Und hier haben wir einen, guckt euch den Apparat an. Ich stelle euch mal als Beispiel einen normalen 2 Liter Kolben daneben. Oder nein, wir nehmen einfach den filigranen Kolben, den ich hier stehen habe. Der stand jetzt hier so schön. Guckt euch diesen Unterschied an. Das Hemd, ey, wie weit hier raus. Kompletter Gusskolben, das ist ein Original Subaru EO22 Saugmotorkolben. Dieser Kolben wurde von einem netten Menschen bei mir bestellt, der mir auch ganz lieb direkt zugesagt hat. Oh, guck mal, der hat. Ah, nee. Hä? Schaut euch das an. Der hat hier, kann man durchgucken, wartet. Da ist irgendwie so eine Öffnung. Habe ich bis jetzt selten gesehen, muss aber irgendwas mit der Ölschmierung zu tun haben. So. Tschüss. Soeben war das Akku der Kamera gestorben. Ich glaube, hier habe ich gesagt, dass das irgendwas mit der Ölschmierung zu tun hat. Der Kolben wiegt gefühlt 2 Tonnen und das ist ein Saugmotor. Das kommt aus dem EJ22 Saugmotor, den die ganzen Leute in ihren VW Käfer und in ihre VW Bulli-Büsse einbauen. Da mache ich auch relativ viele von. Aber ich finde das nie so spannend, deswegen gibt es davon selten irgendwelche Filme oder Videos oder Fotos. Das ist der letzte plus 0,25 mm Kolben, der hier, guck mal, hier steht ein Datum drauf, sehe ich gerade, Produktionsdatum 9.2.2000. finde ich gut. Was wollte ich sagen? Das sind die letzten 4 Kolben, die auf der Welt lief, oder nee, die letzten, es gibt noch mal 4 irgendwo in Japan, die lieferbar waren. Und der Kunde wollte unbedingt haben und jetzt hat er abgesagt und jetzt habe ich hier 4 Kolben liegen. Also, wer von euch braucht eher 22 Kolben in Übermaß plus 0,25 habe ich on stock, in stock, auf stock, auf Lager. Ja, gibt es noch irgendetwas zu sagen?
Oil Buffet Plates, sehr wichtig, kauf die sofort alle. Und wer will bitte nicht solche sexy Timing Belt Clear Covers haben? Man sieht sie gar nicht, wartet. Ja. Und glaub mir, Mädels, die passen sogar. Es gibt diverse andere, die passen aber nicht. Höchste Quality. Schaut euch das an. Ja, wunderschön. Ich würde sagen, das war's auch jetzt schon wieder von mir. Ich flüchte jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.